Isabella. Schön, dass Sie wieder da sind. Gut sehen Sie aus. Danke, Justus. Andreas Sänger. Alex, der Rest kommt zur Hilfe. Alex Singer, Teamchefin Bremse. Volltreffer. Es war eine super Party gestern. Vielen Dank. Ja, danke, Chef. Waren ja 1000 Leute da. Die Party war echt der Kracher, ne? Ja, nach 75 Jahren Meinhard muss man sie auch mal krachen lassen. Friedrich Meinhard. Özgül, Tarık Özgül, Materialtransporte. Hallo, Zeitvertrag. Ja klar. Herr Dr. Meinhard, Ihre Tochter Isabella. Isabella. Hallo, Papa. Es tut mir total leid. Ja, ich weiß, der Flug lohnt sich streit. Ja, es ging kein einziger Flug aus Japan. Hauptsache, du bist da. Habe ich was verpasst? Nein. Wir feiern das Wichtigste sowieso später, zu Hause im kleinen Kreis. Da bist du rechtzeitig eingetroffen. Dazu wollte ich dich unbedingt an meiner Seite haben. Ja, an deiner Seite. Da bleibe ich auch. Ja, also dann bis später. Bis später, Papa. Die Köln-Arena war pickepacke voll. Natürlich haben Sie da was verpasst. Fast nur Betriebsangehörige. Sagen Sie, Justus, finden Sie nicht, mein Vater sollte diese Reliquie mal mit etwas Zeitgemäßerem austauschen? Ich würde die Reliquie gar nicht gern. 15 Minuten, 23 Sekunden bis nach Hause. Also los. War da was? Da ist einer geblitzt worden. Ja, guck mal, wie der kommt. Ja, lauf schnell, lauf. Ja? Guck mal, wie der kommt. Oh, schön, dass du da bist, Isabella. Und meine Sissy. Sie ist dick geworden. Sissy frisst und frisst. Hallo, Süße. Hallo. Aber Hilde, Sissy, die Kaiserin, war eigentlich schlank. Dafür haben sie dich in Japan ja fast zum Hungerhaken gemacht. Isabella, was dir fehlt, sind ein paar Pommes auf die Rippen. Gott, ist das schön, dich wieder mal zu Hause zu haben. Ja. Justus, die Außenbeleuchtung hat einen Wackelkontakt. Hi, hi, Captain. Du kommst aber wirklich auf den letzten Drücker. Die Gläser werden am Tisch nachpoliert. Ich kontrolliere das. In Japan Streik, habe ich schon gehört. Und wie lange bleibst du diesmal? Für länger. Also eigentlich für immer. Warum weiß ich das nicht? Papa will mich ab jetzt an seiner Seite haben. Ach, Blumen nur unten. Und warum? Er will, dass ich ins Werk einsteige. Ja, und warum weiß ich das nicht? Es gibt im Leben noch geheime Dinge, von denen du nichts weißt. Betten frisch bezogen? Dein Bett ja. Oder brauchst du jetzt zwei? Ich geh noch duschen und dann zu Mama. Prima. Du hast mir so gefehlt, Mama. Aber jetzt bin ich wieder bei dir. Ich bleib jetzt auch hier. Papa hat's gesagt. Und darauf bin ich sehr gut vorbereitet. Klar kriege ich nicht gleich die ganze Verantwortung. Sissy? 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 Hey, was kaufst du da? Komm. Okay. Isabella. Es tut mir leid, ich konnte mich nicht früher loseisen. Mach doch nichts. Was hab ich für eine schöne Tochter? Guck dich mal an.
Du strahlst ja richtig. Ja, aber habe ich nicht einen Grund dazu? Es wäre perfekt, wenn Mama dabei wäre. Isabella, wegen heute Abend ist mit dir gleich alles sehr förmlich. Überhaupt gar kein Problem. Ich warte doch schon ewig drauf. Ja. Willst du es vor oder nach dem Essen sagen? Viola, das ist Isabella. Isabella, das ist Viola. Ich freue mich so, dass Sie heute Abend hier sind. Ihr Vater hat mir schon so viel von Ihnen erzählt. Da haben Sie einen rechten Vorsprung. Ach so? Sind die Gäste schon da? Ja. Meine Damen, darf ich bitten? Ja. Gleich. Gleich? Sagen Sie bitte, Frau Dr. Drümmel, Herr Dr. Standfort. Schön, Sie zu sehen. Danke. Na. Entschuldigen Sie mich einmal. Steinfurt. Hallo. Du. Was schaut denn da so grimmig? Seit wann sind die mit meinem Vater zusammen? Die heißt die Kuh und die bist du. Vielleicht begrüßt du mich mal. Frank. Hey. Wieso weiß ich nichts von ihr? Erzählst du ihm immer alles von deinen einsamen Nächten? Wie geht's denn mit zu Sushi-Land? Irgendwas Leckeres am Start? Ich arbeite. Mhm. Nachts auch? Da ist nichts. Falls du bis 30 noch nichts Passendes gefunden hast, halte ich um deine Hand an. Aus Mitleid. Aber unser Sexleben wäre so unterqualifiziert. Oh. Dafür bin ich aber auch nicht scharf auf dein Geld. Wie all die anderen bösen Jungs. Meinst du immer noch diese schwarzen Quadrate? Höre ich deine leise Kritik? Dr. Steinfurt. Frau Meinhardt, Sie sehen fantastisch aus. Guten Abend. Ja, ich hole dann noch etwas Neues. Kribbelwasser. Ihr Vater ist mit Recht sehr stolz auf Sie. Wie steht's in Japan? Die Hybridentwicklung ist dort rasant. Dann machen Sie uns ja sozusagen Konkurrenz. Ich klaue ja nur Ideen. Die bringen wir dann groß raus. Sollen wir uns nächste Woche mal zusammensetzen? Das lässt sich einrichten. Warum? Kinder! Essen ist fertig. Gestern noch haben wir mit der Region 75 Jahre Meinhardt Motorenwerke gefeiert. Und heute sitzt, leider mit einem Tag Verspätung, meine Tochter Isabella, die den weiten Weg aus Japan auf sich genommen hat, wieder an meiner Seite. Zwei Gründe, wie ich finde, zu feiern. Viele von euch kennen sie schon. Das ist Viola. Das Schicksal hat uns zusammengeführt. Wir brauchen ein bisschen, um es zu begreifen, aber nun hat diese wunderbare Frau meinen Antrag angenommen. Wir werden im Sommer heiraten. Das war's? Wieso ist es nicht genug? Ja, das sind ja absolut famose Nachrichten aus dem Hause Meinhardt. Als Sohn deines ältesten und besten Freundes und Nachbarn, meines viel zu früh verstorbenen Vaters, erlaube ich mir jetzt ganz einfach, das Glas zu erheben. Auf euch, lieber Patenonkel Friedrich, Viola. Auf das Brautpaar. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Thank you.
ist ja nicht nötig, die eigene Tochter zu informieren, wenn man heiratet. Gönn sie ihm doch, Prinzessin. Suchen wir doch alle. Die große romantische Liebe. Viola. Was ist das überhaupt für eine? Nur scharf auf eure Millionen. Hey, das war ein Witz. Das ist aber nicht witzig, Frank. Das ist sowas von null nicht witzig. Morgen, Isabella. Morgen heißt das. Was war denn da gestern Abend los, Isabella? Hm? Sie ist doch eine Nette. Scharf ist sie. Ich meine, für ihr Alter. Sissi ist zu fett, Hilde. Sie ist vielleicht ein bisschen stark. Aber Sissi... hat einfach Freude am Essen. Sissi war vor 2 Jahren noch schlank. Wie die Kaiserin, ja, das wissen wir. Morgen. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, meine Schöne. Frühstück wie immer, Frau Kassen? Oh, nein. Heute kein Müsli, heute brauche ich Spiegeleier und Speck. Toast. Sehen wir uns beim Frühstück. Und was isst du, Isabella? Hm? Vielleicht später was. Anne! Was ist denn? Jetzt ist es soweit, Hilde. Ich bin erledigt. 13 Punkte in Flensburg, oh Justus. Ich fahre auch mehr als andere. Vor allem wohl schneller als andere. Termine vom Chef sind also eng gelegt. Wie viele Blitzanlagen, die neuen? Die reine Straßenräuberei. Ordnen wir die Pflichtteilnahme an einem Seminar für punkteauffällige Kraftfahrer an. Das mache ich nicht. Um 2 Punkte abzubauen. Außerdem weisen wir Sie darauf hin, dass mit Erreichen von 18 Punkten die Fahrerlaubnis entzogen wird. Schönes Foto. Ja. Ich kann das nicht, Hilde. Soll ich vielleicht fahren und du übernimmst die Küche? Ich habe immer gerne gekocht, aber ob dich der Chef die Limousine fahren lässt? Deine Spiegeleier überlebt ja keine 2 Tage. Du gehst dahin. Isabella! Isabella, ich möchte mit dir sprechen. Du hättest es ihr sagen sollen. So hatten wir es auch besprochen. Jetzt bin ich auch noch schuld. Ja, sieht ganz so aus. Fritz. Sie ist doch deine Tochter, der Mensch, der dir am nächsten steht. Du bist der Mensch, der mir am nächsten steht. Es tut mir leid, dass Isabella uns den Abend verdorben hat. Aber das werde ich überleben. Muss sie wieder zurück nach Tokio? Ich nehme es an. Heute wird's furchtbar. Wieso? Kommen wieder die bösen Jungs von Ambram? Nein, ich muss nach Frankfurt. Leider. Leider muss ich um 9 vor Gericht sein. Ja, da fängt meine erste Sitzung an. Hm. Bis dahin sind ja noch mindestens 78 Minuten. Hm. Niedlich. Na, dann später.
Lärm. Ich lasse die Koffer hier. Kein Problem. Guten Tag. Tag, Frau Kahn. Hallo, Papa. Isabella. Wie schön, dass Sie wieder da sind. Herzlich willkommen. Ich wollte mich nur verabschieden. Ich möchte das junge Glück nicht länger stören. Was ist das für ein Ton? Wir beide haben miteinander zu sprechen. In meinem Büro. Tee oder Kaffee? Dein Benehmen gestern war unmöglich. Hätte ich was auf der Blockflöte vorspielen sollen. Ich habe dich ewig nicht gesehen und du präsentierst mir einfach so deine neue Frau. Was hast du dir vorgestellt? Dass du es offiziell machst, dass ich als deine Tochter Isabella Meinert ins Werk einsteige. Aber davon war zu keiner Zeit die Rede. Wir hatten besprochen, dass du im Ausland Erfahrungen sammelst. Du willst mich nicht hier haben. Sag das doch einfach. Wir Meinharts tragen eine große Verantwortung. Seit 3 Generationen. Für alle Leute hier. Die Leier kenne ich, Papa. Aber du hast schon mit 21 an Vorstandssitzungen teilgenommen. Du bist ja Sohn. Mein Vater hat mich sehr früh in die Verantwortung gezogen. Du solltest frei entscheiden können. Wer hat mich denn nach Japan geschickt? Möchtest du wissen, wie mein Vater mich ins Werk eingeführt hat? Herr Dr. Meinert? Meine Tochter wird ab jetzt bei uns arbeiten. Na, das ist ja eine Überraschung. Hier unten bei uns? Nicht hier im Vorstand. Nicht im Vorstand? Nicht im Vorstand. Inkognito. Noch nicht ausgeschlafen? Hä? Sehen Sie die hier? Die sind nicht zur Verzierung da. Das sind Sicherheitsstreifen. Die sind nie und unter gar keinen Umständen zu verlassen. Guten Tag, ich bin Frau Meier. Isabella Meier? Ja, bin angekündigt. Ja, sind Sie Frau Meier. Schmitz. Die Leiterin der Fertigungshalle. Richtig. Entschuldigung, was soll ich denn jetzt machen? Würden Sie bitte Frau Meier Sicherheitsschuhe aushändigen und ihr dann die Dichtungsbänder erklären, ja? Klar. Gern. Ich bin übrigens Alex Singer. Isabella Meier, freut mich, Sie kennenzulernen. Also, ich bin die Alex. Wir duzen uns hier. Okay, dann bin ich Easy. Easy? Cool. Irgendeinen Plan von Autos? Ich? Nö. Führerschein. Also, wir haben hier 5 Bänder, Linien genannt. Auf denen wird jedes Auto, wie vom Händler bestellt, nach und nach zusammengebaut. Das hier ist die Hochzeit. Das heißt so, weil Motor, Getriebe, Achsen und so weiter mit der Karosserie zusammengeführt werden. Also praktisch das Herz mit dem Hirn. Toll. Komm, weiter. Jede Linie hat einen Teamcoach. Wenn irgendwas nicht klappt, kannst du ihn damit auf dich aufmerksam machen. In dem Fall erscheint auf der Tafel da oben, wer, was, wann, wo und warum nicht klarkommt. Klar? In dem Fall einfach an der Strippe ziehen. Aber nicht mit dem verwechseln. Rot ist nur für den absoluten, totalen, universellen Megagau. Hand ab, Herzinfarkt, vom Auto eingequetscht, solche Sachen. Ja? Genau. Kommt aber fast nie vor. Easy. Cool. 9 Minuten Pause. 3-mal während jeder Schicht. Kannst du was essen und trinken? Oder aufs Klo gehen? Man darf nur 3-mal in 8 Stunden auf die Toilette? Nee. Wir haben ja noch 30 Minuten Mittagspause. Keine Panik. Da blickst du schnell durch. Alles klar, Jungs? Jo. Ich hol dir ein paar Arbeitshandschuhe. Und ich glaube, Tarek hat noch ein paar Sicherheitsschuhe. Ohne die darf sie nämlich eigentlich gar nicht rumlaufen. Ja, ich habe jetzt den Campingwagen von Mutter und Vater übernommen. Okay. Das ist echt cool. Ne? Das ist echt cool. Wasser, alles da. Hier, hat einen Freund angehabt. Hat auch kleine Füße. War nur 4 Wochen hier. Hat nicht geschafft, das Band. Mein Freund jetzt. Verpfeif dich, Tarek. Dein Freund war eine Tranfunzel. Ich möchte ein neues. Also ich würde es ja schaffen. Das wird auch besser bezahlt als das da. Ich frage auch immer, aber die Schmidt sagt... Kein Job frei am Band. Sag mal, wie hast du das eigentlich geschafft?
Ich habe der Personalabteilung meine Unterlagen geschickt. Und ich denke, es wird keiner mehr eingestellt. Ja, das war eine Art Sonderausschreibung. Wie jetzt? Auch Preisausschreiben oder was? Genau. Ich habe gewonnen. Stelle gewonnen über Preisausschreiben. Ja, das war aber sehr schwer, das Ausschreiben. Ach Mann, Tarek, nerv nicht. Die Jobs werden nach Schönheit vergeben. Keine Chance für dich. Ja, du kannst mich auch mal. Ich frag nachher mal nach neuen Schuhen, okay? Stelle gewonnen. Über Zeitung, ne? Und, geht's? Muss ja. Okay, dann los. Das ist die Rückbandverkleidung für die Heckklappe. Kordel festhalten, aufsetzen, leicht festdrücken, Kordel. Abziehen, fertig. Schaff ich. Ist ja einfach. Okay, dann du am nächsten. Ah. Falsch rum. Kordel raus, aufsetzen. Wir haben nur noch 2 Minuten, ich gehe noch mal eben aufs Klo. Was mit dir? Danke. Yusuf, hilfst du ihr? Ja, Mann. Danke. Und Platz? Nein. Außerdem brauchen wir deutlich weniger Treibstoff, bleiben aber im PS-Bereich stark. Duxner, Duxner, Duxner. Da haben Sie doch mal am Regelventil rumgespielt, was? Unser Doppelhybrid spart uns mehr als 0,7 Liter auf 100 Kilometer. Jetzt verstehe ich. Sie haben die Elektroantriebswelle 14C mit dem Hauptantrieb aus dem 18er-Bereich gekoppelt. Und das läuft im Test? Stabil, meine ich? Aber sowas von. Damit hängen wir die deutsche Konkurrenz um Längen ab. Ja. Warum gehen wir dann nicht in Serie? Ich meine, unser Prototyp rollt und rollt. Die neue Fertigungsstraße ist doch da. Leider haben wir uns etwas übernommen. Die Banken in Frankfurt müssen uns nachschießen und verlangen weitere Entwicklungsdetails. Ja, außer uns aber niemandem was angehen. Friedrich Meinhardt. Sebastian Duxner aus der Entwicklung kennen Sie. Und jetzt sehen Sie sich mal an, wie dieser Mann mit einem einzigen Ventil beim Einkauf 51 Cent unseren Doppelhybrid noch mal um einen Verbrauchsliter günstiger macht. Darf ich mir das mal anschauen? PowerPoint oder Skizze? Skizze, ich möchte was sehen und begreifen. Ist das was für meine Sitzung in Frankfurt nachher? Nur über meine Leiche. Was geht mir noch nicht aus der Hand. Die Vorlage für Frankfurt ist ohne das auch perfekt. Anstrengend? Hallo. Gewinnerin der Woche. Ich rede mit Ihnen. Es ist wirklich sehr anstrengend. Mir tut alles weh. Hände, Beine, Rücken. Das wird schon. Guck mal. Kaffee? Gerne. Vielleicht kannst du den rückleuchten. Ist ein bisschen einfacher für den Anfang. Ich frag dich mit. Kann man einfach so tauschen? Nee, normal nicht. Aber irgendwo fehlt immer einer. Echt Glück, dass sie dich noch genommen haben. Hunger? Danke. Nee. Ich muss schon mal auf Toilette. Hast du Pech gehabt? Erst in 2 Stunden wieder. Stimmt nicht. In wirklicher Not immer. Herr Meinhardt, wollten Sie zu mir? Ja, ich wollte quasi nur. Wussten Sie, dass ich selbst vor über 30 Jahren am Band stand? Ah ja, schöne Erinnerungen? Es war anders. Herr Meinhardt? Wann kriegen wir denn endlich den neuen Doppelhybrid in die Serie? Für den haben wir die neue Fertigung doch gebaut. Bald, Frau Schmitz. Sehr bald. Schönen Tag noch. Wo ist mein Vater? In Frankfurt. Er hat angerufen, es wird spät. Was macht er denn in Frankfurt? Isabella, das weiß ich nicht. Banken. Fritz macht seinen Job und ich mach meinen. Fritz? Was machen Sie denn an Fritz' Schreibtisch?
bereite mich darauf vor, morgen früh einen Bauunternehmer, der 20 Handwerker ruiniert hat, für mindestens 5 Jahre hinter Gitter zu bringen. Das mache ich an Fritz' Schreibtisch. Richterin? Nee, Staatsanwältin. Haben Sie Hunger? Ich könnte uns was zu essen machen. Hilde hat heute frei. Nee, danke. Ich esse heute nicht zu Hause. Bisschen spät, um als Mutter durchzustarten, oder? Warum tust du dir das an? Mach doch was anderes. Schotter genug hast du doch. Sag ich dir, du sollst aufhören zu malen? Ja. Außerdem, ich schaff das schon. Sind das echte Kohlköpfe? Ja, klar. Das ist Heat Art. War in den 70ern schwer angesagt. Die Symbiose von Kunst und Nahrung. Und jetzt ist genau die richtige Zeit, um wieder damit anzufangen. Hoffentlich halten meine Schlossabdeckungen. Ja? Weißt du, es geht darum, objektive Realität mit verschiedenen formalen Mitteln der Alltagswelt darzustellen. Sonst gehen die Kofferraumschlösser kaputt. Ich bin schuld. Ich darf nur 3-mal aufs Klo. Eine schwache Blase ist da verloren. Das ist jetzt gerade mal der Anfang. Hä? Ist mir bewusst. Die haben mich eiskalt. Aber ändern kann ich's nicht. Steinfurt, uns läuft die Zeit davon. Bis später. Morgen. Morgen. Wo ist Fiona? Schon weg. Ich habe gar nicht gehört, dass du nach Hause gekommen bist. Wahrscheinlich wart ihr zu beschäftigt. Wo warst du denn? Auch beschäftigt. Wir müssen. Wir müssen. Die Aktie ist schon wieder 3 Punkte gefallen. Krise ist immer. Was meintest du vorhin, mit uns läuft die Zeit davon? Wir müssen neu verhandeln. Über die Kredite für die neue Hybridserie. Warst du deswegen in Frankfurt? Mir läuft's am Band. Gut. Augen auf im Straßenverkehr. Sie dürfen hier überhaupt nicht fahren. Ja? Sag wer? Na, ich. Frau Schmitz, ich war doch auch am Anfang bei den Rückleuchten. Easy, echt, ich habe auch davon angefangen. Gut, dann wechseln Sie eben. Nee, ich habe das im Griff. Ja, klar. Es wäre trotzdem einfacher.
Ich schaff das schon. Was machst denn du eigentlich? Bremsen. Wow, da werde ich so schnell nicht hinkommen. Ja, das kannst du glauben. Bremsen kommt erst kurz vor der Hochzeit. Bleib cool, Easy. Mhm. Sag mal, die Papiere von der Neuen. Wieso sind die denn über deinen Schreibtisch gelaufen? Willst du mal? Ich darf niemanden mehr einstellen, aber die Bosse hier, die dürfen nicht. Ist das vielleicht ein kleines Verhältnis von irgendjemand da oben? Also Renate, glaubst du doch wohl nicht im Ernst. Das wird sich der Betriebsrat nicht bieten lassen. Du darfst es niemandem, aber auch wirklich gar niemandem weiter sagen. Versprichst du es? Das sind Bankleute. Warum sollen die jetzt plötzlich was von Hybridtechnik verstehen? Natürlich holen die sich einen Gutachter. Einer von der TU Darmstadt wäre ja gut. Aber jetzt noch einer von der Uni Aachen? Bei 300 Millionen Nachfinanzierung gehen bei denen doch die Lampen an. Wir wissen doch auch, dass Amram lieber heute als morgen bei uns einsteigen will. Einsteigen? Meinhard wird nach 75 Jahren die Mehrheit am eigenen Werk verlieren. Dann haben Amerikaner und Russen ja das Sagen. Ich brauche das Banken-Okay bis zur Aufsichtsratssitzung. Sonst ist die Übernahme nicht mehr zu verhindern. Werden wir bekommen. Das Konzept ist wasserdicht. Das sind Professoren, die können doch lesen. Ist Ihre Tochter eigentlich schon wieder abgereist? Wieso? Ich habe den Eindruck, sie möchte gerne zu uns. In den Vorstand. Nein, Isabella macht... Sie macht ein Zusatzstudium. Ergonomie, Logistik, naja. Fleißig. Ihre Tochter wirklich fleißig. Er will seine Tochter eben von der Pike auf lernen lassen. Das ist doch eine ganz gute Einstellung. Siehst doch mal so. Ach, Elli, mit von der Pike auf, das war vor 100 Jahren. Und außerdem, was soll das überhaupt? Jetzt in der aktuellen Situation. Töchterchen für Meinhard fit machen, wo die Geier nur auf uns warten. Renate... Ja, ist doch wahr. Also, was musst du an Straßenbahnhaltestellen beachten? A. Fußgänger rennen über die Fahrbahn, um die Straßenbahn noch zu erreichen. B. Fußgänger verlassen manchmal unachtsam die Verkehrsinsel. Oder C. Solange die Türen geöffnet sind, ist Vorbeifahren verboten. Dann gucken die nicht links und nicht rechts, da kriegst du was zu viel. Guten Abend. Hallo. Shampoos? Ja. Das war ein guter Tag. Trink dir mal ein Stückchen mit. Ja, gerne. Ich muss auch fahren. Also Justus, so geht das nicht. Du musst entweder A, B oder C sagen. Na C, ist doch C, oder? Richtig. Müssen Sie eine Prüfung machen, Justus? Nee, ist eher eine freiwillige Selbstkontrolle. Freiwillige? Selbstkontrolle. Freiwillige. Also Justus, nächste Frage. Wie lange dauert es im Allgemeinen, bis 1,0 Promille Alkohol im Blut abgebaut sind? A. 10 Stunden, B. 1 Stunde oder C. 5 Stunden? 10 Stunden auf keinen Fall. A. Antwort A. 10 Stunden für 1 Promille. Das glaube ich nicht. Wenn man was gegessen hat, was richtig schön Fettiges, dann ist der Alkohol doch futsch. Ich muss die Isabella abholen, ich bin schon zu spät. Das Kind will sich schon zu helfen. Antwort A. Richtig, Justus. Sag ich doch, Frau Staatsanwalt. Auf Justus. Auf Justus. Er hat höllisch Angst, seinen Führerschein zu verlieren. Ach so. 10 Stunden, Hilde. Was steht hier? Faustregel. Pro Stunde 0,1 Promille. Das hängt doch vom Körpergewicht ab oder ob man Mann oder Frau ist. Mich haben Sie mal am nächsten Morgen mit 0,3 Promille Restalkohol pusten lassen. Na, da hatten Sie ja ganz schön getankt. Na, und sonst? Der Prozess heute. Der Richter ist meinem Antrag gefolgt. Wir haben diese miese Kröte für 5 Jahre versenkt. Bueno. Sie. Wollen wir noch was essen gehen? Nee, heute ist ein bisschen schlecht. Ach komm, ich lade dich ein. Was magst du denn gern? Ich bin echt ein Allesfresser. Aber es geht echt nicht. Hast du ein Date? Ja. Na dann morgen. Nee, morgen geht auch nicht. Aber ich kann dich mit rein in die Stadt nehmen. Nee, danke. Ich fahr wie immer.
Hi, Easy. Sag mal, wo hast du vorher gearbeitet? Überall so. Mehr Bürojobs. Echt? Warum hast du denn aufgehört? Ist doch besser als hier am Bank, oder? Schon mal was von Privatsphäre gehört? Nee. Komm mit, ich fahr dich in die Stadt. Sieht nach einem Gewitter aus. Ich glaube, ich habe was vergessen. Muss noch mal rein. Ups, hallo. Augen auf im Straßenverkehr. Witzig, sie wiederholen sich. Es ist Prinz Eisenherz. Ist der süß oder ist der süß? Prinz Eisenherz? Wieso denn das? Der ist doch blond. Sein stählernes Herz schlägt nur für Autos. Dabei ist er der Frauenschwarm auf jeder Betriebsfeier. Was, Frauenschwarm? Das ist Frauenschwarm, hä? Und wo arbeitet er? Entwicklung, glaube ich. Vergiss es. Die Jungs leben in ihrer eigenen Welt. Was ist? Soll ich die mitnehmen? Bei dem Gewitter? Ich muss wirklich noch mal rein. Sie auch so Angst vor Gewitter? Sie haben Angst vor Gewitter? Deshalb habe ich mir das hier extra angeschafft. Ah, verstehe. Faradaysche Kugel. Donnerwetter? Michael Faraday, unser Gott der elektromagnetischen Induktion. Kann ich Sie mitnehmen? Warum wollen mich heute alle mitnehmen? Vielleicht, weil es gleich anfängt zu regnen? Das heißt übrigens nicht Faradaysche Kugel. Weiß ich. Das muss heißen Faradaysher Käfig. Eine allseitig geschlossene Hülle aus einem elektrischen Leiter, die als elektrische Abschirmung wirkt. Blitzableiter quasi. Genau. Dabei kommt gar kein Gewitter. Physik Latte 1. Darf ich Sie trotzdem nach Hause fahren? Wo wohnen Sie denn? Super weit draußen. Ich steige am nächsten Taxistopp aus. Ach, so Quatsch. Also, Adresse? Ohne die Isetta hätten die vielleicht pleite gemacht. Ich bin günstig drangekommen. Muss aber noch viel dran machen. Ich meine den Hersteller. Ach so. Die haben die damals quasi einfach dazwischen geworfen. In einer Krisensituation. Dann wurde die aber massenhaft verkauft. Sie hatten finanziell wieder Luft und konnten weiterentwickeln. Autohistorikerin sind Sie also auch? Nö. Das interessiert mich halt. Haben Sie heute Abend schon was vor? Nö. Nicht direkt. Wenn du lieber ein Prosecco möchtest, dann fahre ich noch schnell zur Tankstelle. Hier ist super. Und du bist neu bei Meinrad, oder? Mhm. Wohnst du ja auch? Ja, ja, gleich da drüben. Besser geht's nicht. Mhm. Wo wohnst du noch? Ein bisschen außerhalb. Du hast tolle Autos. Ja, sind noch fast alle fahrtüchtig. Vorsicht, die ist super sensibel. Revolverschaltung. Das war das erste Auto meiner Mutter. Ja? Und was fährt sie heute? Sie ist tot. Es tut mir leid. Schon okay.
Sie ist gestorben, als ich 12 war. Sag bloß, da steht die Göttin. Ja. Baujahr 1967. Vierzylinder-Reihenmotor. Unten liegen eine Nockenwelle. Und nicht zu vergessen die Hydro... Pneumatische? Federung. Ist leider kaputt. Also nicht fahrtüchtig? Nein. Originallackierung? Originallackierung. Hast du Hunger? Bisschen. Steht dir gut, die Göttin. Bist du nach dem Studium direkt zu Meinhard? Mein Vater war 30 Jahre lang Leiter der Fertigungshalle. Und manchmal habe ich mitgenommen. Natürlich heimlich. War ja verboten. Ja, damals war das alles noch sehr laut und dreckig. Aber ich fand das prima. Es roch nach Öl und frischem Lack. Ist dein Vater auch bei Meinhard? Nein. Der ist Chauffeur. Chauffeur? Wen oder was chauffiert er denn? Ganz verschieden. Taxifahrer? Nein. Der lässt eher fahren. Beziehungsweise, er fährt nicht immer selbst. Fahrlehrer? Genau. Aber dafür musst du dich doch nicht schämen. Tu ich auch nicht. Und deshalb kennst du dich so gut mit Autos aus? Ja. Wir haben keine besonders enge Beziehung. Ich sehe ihn nur selten. Ich muss jetzt auch los. Ich habe morgen Frühschicht. Oh, schade. Kann ich die fahren? Nein. Du hast doch schon ein Bier getrunken. Ja, eins. Ich bestehe auf ein Taxi. War schön der Abend, danke. Ja, schön. Schade. Wollen wir morgen mal ins Kino oder sowas? Ja, gerne. Gut. Dann hole ich die ab. 7? Ich weiß gar nicht, ob ich da zu Hause bin. Och, Kinder, was ist denn nun? Ich will doch hier nicht in Rente gehen. Ich komme einfach hierher, 7. Okay. Und dann bis morgen. Bis morgen. 7. 7. Hier. Hier. Ja. Trinkst du noch ein Glas mit mir? Mit dir? Oder mit dir und Viola? Jetzt komm doch erstmal rein. Warst du bei Frank? Wieso? Ich bin erwachsen. Musst du doch nicht sagen, wo ich war. Also, doch beschäftigt. Genau. Hast du ein schlechtes Gewissen? Warum? Ich frag mich bloß, warum du plötzlich wissen willst, was ich mache. Das hätte dich doch früher auch nicht interessiert. Doch. Immer? Du hast mich mit 12 ins Internat abgeschoben. Ich hab dich nicht abgeschoben. Ich hab mich um deine erstklassige Ausbildung gesorgt. Du hast mich einmal im Monat angerufen. Wahrscheinlich auch nur, weil Frau Kahn dich daran erinnert hat. Es gab auch Eltern, die kamen zur Schulaufführung und zur Zeugnisausgabe. Ja, die hatten auch kein Großunternehmen zu leiten. Na und? Da seid ihr. Hört mal. Habt ihr gewusst, dass man 10 Stunden braucht, um 1 Promille Alkohol im Blut abzubauen? Auch wenn man was Fettes gegessen hat. Interessant. Ja. Spannend. Haben Sie da ein Problem? Was? Hat sie da ein Problem? Oh, ich störe. Jetzt nicht mehr. Es tut mir leid. Bleiben Sie ruhig. Sie sind der Mensch, der meinem Vater am nächsten steht.
egal, was ich sage, es ist falsch. Ich habe meinen Prozess gewonnen. Magst du nicht mal mit ihr reden? Nee, Fritz, sie ist deine Tochter und ich bin auch nicht ihre Mutter. Ich glaube, ich schlafe heute lieber zu Hause. Hier, soll ich dir geben, von Alex. Danke. Ach so, schau mal. Was ist denn das? Wie, was ist denn das? Ein Ultraschall, das sieht man doch. Wird ein Mädchen. Du hast eine Frau? Wie, ich hab eine Frau. Na klar hab ich eine Frau. Ey, sie ist schwul aus, oder was? Ich bin doch nicht schwul. Ich und schwul. Wo ist denn Alex? Tarek! Frau Schmitz? Wissen Sie, was mit Alex los ist? Sie ist nicht da. Hat Ihnen Ihr letzter Job eigentlich keinen Spaß gemacht? Also mir gefällt's gut hier bei Meinhard. Und Ihnen? Wir werden vielleicht in Kürze gar nicht mehr für Meinhard arbeiten. Wie meinen Sie das? Mädchen, ich bin im Betriebsrat. Wir dürfen uns das da oben gar nicht verheimlichen. Der Boss verhandelt mit Ampram. Mit Ampram? Ja, mit dieser milliardenfetten Heuschrecke. Will Ampram bei uns einsteigen? Es sei denn, jemand verhindert das. Ach, und wo ist jetzt Alex? Krank. Ampram will uns übernehmen. Woher weißt du das? Der Betriebsrat redet schon offen darüber. Und in der Fertigung wird niemand mehr eingestellt. Dein Telefonat gestern. Papa, was ist hier los? Ich habe eine wichtige Entscheidung zu treffen, Isabella. Du bist zu unerfahren, um die Dinge in ihrer Komplexität zu verstehen. Was glaubst du eigentlich, was ich die letzten Jahre gemacht habe? Kopiert und Kaffee gekocht. Entschuldigung, Herr Dr. Meinhard, aber die Herren von Ampram und Dr. Steinfurt warten bereits im Konferenzraum. Du begibst dich bitte wieder an deinen Arbeitsplatz oder du lässt es bleiben, ganz wie du möchtest. Es ist ja nicht nur die neue Mama. Es scheint so, als würde den ganzen Meinhard an die Wand fahren. Und der spricht nicht mal mit mir. Was machst du denn hier? Ja, mein Mann und mein Sohn. Bei einem Unglück. Daniel wäre jetzt so alt wie Sie. Das tut mir leid. Das wusste ich nicht. Hier habe ich Ihren Vater kennengelernt. Das ist ein merkwürdiger Ort für die Liebe. Auf einmal glaubt man wieder, ohne einen Menschen nicht leben zu können. Auf einmal ist das Leben wieder bunt. Samstag ist Eröffnung. Du musst unbedingt eine Rede halten. Mit dir kann ich so gut angehen. Ich hasse sowas. Ach komm schon, ist doch für einen guten Zweck. Außerdem dürfen reiche Leute gar nicht abliegen. Na, wenn das so ist. Was mit deinem Kerl? Wer hat was von einem Kerl gesagt? Niemand. Das ist es ja. Das ist die Kunst der Antizipation. Ahnungen bis zur Gewissheit. Das ist nur wirklichen Künstlern vorbehalten. Ich rieche sowas. Was ist denn das für einer? Ingenieur. Entwicklung. Aha. Intelligenz im Verbund mit Kreativität. Nicht schlecht. Da müssen ihm ja alle Ladies zu Füßen liegen. Er ist kein Angeber. Eher behutsam. Ah. Na, glaubt, du arbeitest am Band und bist arm wie eine Kirchenmaus, oder wie? Ja. Und wann gedenken Euer Majestät, ihm von dieser Mésalliance Mitteilung zu machen? Wenn sie es ergibt. Weißt du, ich habe mich jahrelang selbst belogen. Nur damit es keinen Ärger mit der Familie gibt. Unsere Knutscherei unter dem Weihnachtsbaum haben deine Eltern aber geglaubt. Hab ich dir selbst noch geglaubt? Ich glaube, meinen Eltern war es ziemlich piepe, dass ich schwul bin. Aber so, dass ich kein Vertrauen zu ihnen hatte. Das hat sie verletzt. Das ist doch was anderes. Ich weiß ja noch gar nicht, wie sich das entwickelt. Aber du wirst ihm noch nicht ewig die kleine Arbeit drin vorspielen. Hab ich doch gesagt. Sobald sich eine Gelegenheit ergibt.
mir mal einer die verdammte Federkugel geben? Ich nicht. Mir kommt ja die ganze Ölflöre entgegen. Ja, mach du mal. Scheiße, traurig. Wer braucht jetzt die Federkugel? Ich. Hallo. Hallo, Federkugel. Komm mal runter zu mir, Federkugel. Hey, hey, Freunde. Das ist meine Werkstatt. Und mir gehört alles, was drin ist. Inklusive aller Federkugel. Entschuldige, ich hatte vergessen, dir zu sagen, dass die Jungs heute kommen. Aber wir sind in 2 Minuten fertig. Habt ihr die Hydraulikpumpe schon im Griff? Nee. Das sieht mir ja nach 2 Stunden Arbeit aus. Tja, Hydraulik kann heute keiner mehr richtig. Das war ja das Geniale an der Göttin. Wenn die Hydraulikpumpe kaputt ist, dann pumpt er sich erst gar nicht hoch. Und dann funktioniert die Lenkung auch nicht. Ja, da sind wir uns einig. Hast du einen Blaumann für mich? Für Federkugeln? Immer. Nein, sie ist wieder nicht zu Hause. Ich mach mich lächerlich, oder? Ihr seid euch ganz schön ähnlich, ihr zwei, weißt du das? Wenn ich eure Stimme höre oder ihr in die Augen sehe, dann erinnert dich das an deine Frau. Friedrich, du hast deine Frau geliebt, so wie ich meinen Mann geliebt habe und mein Kind. Zeig's ihr. Du hast dein Kind noch. Ich hab mein Kind noch. Stimmt. Danke. Sitzt, beißt und passt. Fertig? Fertig. Fertig. Könnt ihr jetzt hinhauen? Ja, Zündung ist auch soweit. Du oder ich? Besser ich. Aber nicht von der Tanke. Guten Morgen, Herr Meiland. Morgen. Meine Tochter? Ich fürchte, das weiß ich nicht, Herr Meinert. Wahrscheinlich beschäftigt, was auch immer das heißen mag. Kann sein. Beschäftigt. Fahren wir. Mit 2 Elektromotoren? Das ist Wahnsinn. Das darfst du gar nicht sehen. Warum nicht? Weil ich die Sachen eigentlich gar nicht hier haben darf. Sind das deine? Na klar. Und funktioniert das? Und ob? Der Prototyp, der soll schon die A3 Richtung Frankfurt rauf und runter. Wann kann denn das in Serie gehen? Da musst du Meinhard fragen. Ich soll Meinhard fragen? Mhm. Wenn du einen Termin bekommst.
Woran liegt's denn nun? Sehr wahrscheinlich am Geld. Wie immer im Leben. Wir haben übrigens nur 48 Minuten, bis deine Schicht anfängt. Mm, bringst du mich dahin? In meiner Isetta? Mhm, in deiner Cool. Schön, dass du wieder da bist. Was war denn los? Nichts weiter. Schnupfen. Gott, Tarek, ich bin sowas von auf dem Sicherheitsstreifen. Ja, ja, das stimmt. Da hast du recht. Guck mal, Easy Maya. Das soll ich dir von dem Fuzzi aus der Entwicklungsabteilung geben. Der Prinz mit dem Herz aus Eisen? Ich will alles wissen. Von Anfang an. Ja, pass auf. Sie fährt weg. Wieder mit demselben Typen, mit so einer Knutschkugel. Verkehrsseminar? Ach du Scheiße. Hab ich total vergessen. Ja, ich muss los. Das Seminar. Weißt du eigentlich, dass ich mich in dich verliebt habe? Könnte mir mit dir auch so gehen. Meine geheimnisvolle Fließbandkönigin. Wie meinst du das jetzt? Außer, dass du beim faradäischen Käfig voll auf der Höhe bist, dich mit Autos gut auskennst, deine Mama gestorben ist und dein Vater Fahrlehrer ist, weiß ich gar nichts von dir. Das ist doch schon mal eine ganze Menge. Das meine ich nicht. Ich weiß nicht, wo du wohnst. Ich weiß nicht, wo du herkommst. Ich habe ja nicht mal deine Handynummer. Du musst alles ganz genau wissen. Nee. Aber was du so erzählst, ich will das verstehen. Es ist alles ganz anders. Warum sagst du mir nicht einfach, was mit dir los ist? Hm? Vertraust du mir nicht? Ich möchte jetzt bitte gehen. Wart mal ab. Ich versuche dir zu helfen. Sag deiner Frau erstmal nichts. Vergiss es. Ich habe noch nie in einem Preisausschreiben gewonnen. Wieso wird Tareks Zeitvertrag nicht verlängert? Das müssten Sie doch am besten wissen. Seine Frau erwartet ein Kind. Ganz genau. Und Alex Singer? Sie ist schon wieder nicht da. Wir sind alle bereit, Opfer zu bringen. Alle, die wir hier in der Halle stehen. Da sind Männer, die haben Familien zu ernähren. Frauen, die ihre Kinder alleine großziehen und jeden Tag 8 Stunden am Band stehen. All diese Menschen sind froh, eine Arbeit zu haben. Aber wenn dann einer mal nicht mehr kann, einer mal krank ist, einer mal aus dem Tritt kommt, dann kann das nicht immer gleich das Ende sein. Sie hat die Grippe. Danke. Und Sie gehen jetzt bitte wieder ans Band. Hallo. Na? Fährst du schon nach Hause? Mhm. Wollen wir uns mal treffen? Die Jungs kommen vorbei. Heute Abend. Und du? Kollegin ist krank. Ja, klar. Isabella? Danke, Justus.
Ich muss noch ein paar Sachen für mich auf die Reihe kriegen. Ganz wie Sie belieben. Geschafft. Ich auch. Meine Prüfung. Ich habe meine Prüfung geschafft. Ich wusste immer, es steckt etwas ganz Großes in dir. Oh, noch mal halten, lass meine Nerven nicht durch. Ab sofort fahre ich langsam, ganz langsam. Mein Auto. Sie klaut mein Auto. Isabella! Aprikosen, Schokotrüffel, Agavendicksaft, der ist gesund, und Hustensaft. Meine Güte, so viel Zeug. Danke. Ich dachte, du bist krank. Ja, Mama. Halt mal kurz. Niklas hatte ganz hohes Fieber, schon zum zweiten Mal in diesem Monat. Niklas? Mein Sohn. Echt? Richtig, dein eigener? Nee, den habe ich ersteigert. Online. Bist du deswegen immer krank? Ja. Aber du kriegst doch 3 Wochen Sonderurlaub, wenn du ein Kind hast. Das mit Niklas weiß doch keiner. Ich habe keinen Job gekriegt, als ich immer gesagt habe, dass ich ein Kind habe und alleinerziehend bin. Als ich mich dann bei Meinert beworben habe, habe ich Niklas einfach unterschlagen. Bekommst du nicht riesen Ärger, wenn das die Schmitz rauskriegt? Die weiß das. Und sie will es auch offiziell machen. Mir helfen, dass ich den Job trotzdem behalten kann. Konntest du deswegen nicht mit mir essen gehen? Naja, ich habe niemanden, der sich um ihn kümmert. Dann war das Ihr letztes Wort. Ja, danke. Auf Wiederhören. Beide Gutachter hatten starke Einwände. An entscheidenden Stellen bestünde starker Nacharbeitungsbedarf. Es sieht aus wie ein Hybridmotor, läuft aber so nicht hybrid. Das ist doch Blödsinn. Für uns tut das doch auch. Sie haben den Prototyp selbst gesteuert. Das war's. Steinfurt, kein Cent mehr aus Frankfurt. Diese Sesselfurzer. Ich kenne die beiden Gutachter. Wir haben zusammen studiert. Abgeblitzt sind sie beide, nacheinander in Wolfsburg. Und dann noch in München, Ingolstadt, Zuffenhausen. Und mich haben sie in Stuttgart mit offenen Armen genommen. Das ist Neid. Blanker Neid. Wir klagen. Oder ich bringe sie um. Nicht das eine, nicht das andere. Aus. Ich werde dem Aufsichtsrat die Übernahme durch Ampram empfehlen. Das war's mit Meinhard Automobilen. Und was wollen Sie jetzt machen? Ich werde mit meiner Tochter telefonieren. Und was ist mit dem Vater? Na, der hat sich verabschiedet, als ich schwanger war. Hey, guck mal her! Guck mal her, diesen Trick an! Zack, zack!
Können wir mal aufhören, über mich zu reden, sondern über den Wagen da unten? Welchen Wagen? Welchen Wagen? Mensch, Easy, das ist die Kiste vom alten Meinhard. Der alte Meinhard hat eine Tochter. Ja, weiß ich. Das glaube ich jetzt nicht, oder? Doch. Mann, Mann, Mann. Easy Meyer. Weiß das dein Prinz Eisenherz eigentlich schon? Nee. Ja, aber warum nicht? Ich dachte, du bist so richtig verknallt. Genau deswegen. Ich habe mich noch nicht getraut. Es ist das erste Mal, dass mich jemand mag und nicht meine gesellschaftliche Stellung. Und du hast Angst, dass er einen Rückzieher macht, wenn er es erfährt, oder? Eigentlich hat er das schon, weil ich so wenig von mir erzähle. Was würdest du denn machen? Keine Ahnung. Ehrlich. Wenn es so toll mit ihm ist, genieß es. Andererseits, meine Oma hat immer gesagt, Reden bringt die Leute zusammen. Und du willst ihn ja viel länger und nicht nur so zum Spaß, oder? Ja. Sag's ihm. Auch ein Eisenherz schmilzt im Kern. Bleibst du meine Freundin? Bloß weil du Multimillionärin bist und einen Konzern erbst und meine Chefin wirst, soll ich nicht mehr deine Freundin sein? Sag mal, für wie oberflächlich hältst du mich eigentlich? Komm mal her. Easy Meinhard. Tut mir leid. Ich war ein Idiot. Du bist du. Du bist hier. Saprei capire dove sei. Allora sei tu. Sempre tu, questo fragile sogno, ad occhi aperti nel buio. Frank, ich bin in 10 Minuten bei dir und deiner Vernissage. Keine Panik. Papa, nicht schon wieder. Hilde, ich bin's. Sag Justus, mit dem Wagen ist alles okay und ich bringe ihn heute Mittag zurück. Und ich brauche Klamotten. Und zwar richtige. Ich durfte manches Mal dabei sein, wenn Frank in die flüchtige Welt der Eat Art eingetaucht ist. Erregende, aufregende Augenblicke. Es waren unsere Fischstäbchen mit Spinatschlachten, die wir uns im Alter von 3 Jahren zum Leidwesen meiner Mutter geliefert haben. Mir hat es nur das Lätzchen bekleckert. Aber deine Seele war wohl damals schon die eines Künstlers. Und es hat seine Imagination bis heute beflügelt. Herausgekommen ist diese wunderbare Ausstellung hier. Lieber Frank, du warst immer ein Vordenker, ein Querdenker. Hast deine Lebensumstände reflektiert, analysiert. Und all das lässt du in deine Werke einfließen. Schon Adorno hat gesagt, Kunst ist eine Lüge, die uns die Wahrheit erkennen lässt. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen brillante Lügen und aufregende Erkenntnisse. Vielen Dank. Lass uns heute Abend essen gehen. Meine Einladung. Ich muss dir was Dringendes sagen. Ich bin gegen 7 bei dir. 10 Millionen und ein Kuss. Managerin, das Zeug gefällt dir doch gar nicht, oder? Wenn keiner was kauft, dann schmeißen wir alles in den Mixer, machen Obst-Gemüseschorle.
Ich muss los. Danke. Mach keinen Scheiß mit dir. Ja? Mhm. Viel Glück. Hallo? Wie bitte? Bitte? Was? Wer ist dran? Herr Meier? Meier? Wer ist Meier? Sie? Ich? Ja, der Vater von Easy. Easy? Ich heiße Meinhard. Meinhard? Meinhard. Meinhard. Meinhard, Idiot! Und ich möchte bitte meine Tochter sprechen. Bitte das nicht wieder. Tut mir leid, Justus. Der Tank ist leer. Das auch noch. Isabella. Ich versuche, dich seit gestern zu erreichen. Jetzt nicht, Papa. Der Aufsichtsrat wird am Montag früh beschließen, dass Ambram Meinhard übernimmt. Was hast du da gesagt? Entschuldigt, dieser junge Mann hier möchte Isabella sprechen. Was machst du denn hier? Das stimmt also. Wir kennen uns doch. Duxner, Entwicklung. Ja, genau. Wir hatten telefoniert. Wir hatten? Ihr habt was? Ja, ich bin nur rangegangen, weil ich dachte, es wäre was passiert. Und dein... Also, Herr Meinhard hat seine Tochter gesucht. Mein Fehler. Warum machst du sowas? Geh nicht. Hat Spaß gemacht? Ich kann dir das erklären. Ich wollte dich nicht belügen. Fahrlehrer. Ja, ist klar. Es war so schön, weil du mich mochtest ohne all das hier. Sicher. Passt ja auf einmal alles zusammen. Du, das da. Ach ja, hier dein. Siehst ganz anders aus in den Klamotten. Du lebst einfach in einer anderen Welt. Ich will aber in keiner anderen Welt leben als du. Lass mich in Ruhe. Kannst du mir das bitte mal erklären? Du fängst ein Verhältnis an. Ich habe kein Verhältnis angefangen. Ich habe mich verliebt. Und er? Was verspricht er sich davon? Der wusste doch gar nicht, wer ich bin. Das wollte ich ihm heute sagen. Du hast alles kaputt gemacht. Es tut mir leid, Isabella. Ich mache immer alles falsch. Dabei habe ich dich doch so lieb. Das hast du mir noch nie gesagt. Ich habe dich immer vermisst. Ich hab gedacht, ich bin irgendwie egal. Wie kommst du auf sowas, Isabella? Nach Mamas Tod, ihr beide, ihr wart so eine Einheit. Sie hat sich immer um dich gekümmert. Ich dachte, ein Internat mit seinen geregelten Tagesabläufen. Das war nicht das Beste für mich, Papa. Niemals. Anders mit Sebastian, das habe ich selbst versorgt. Ausgerechnet Sebastian Duxner. Sein Doppelhybrid ist bei den Bankengutachtern durchgefallen. Es
Sebastians Motor, der ist perfekt. Ich kenne seine Pläne. Der Doppelhybrid, der läuft doch schon. Ja, das sind unsere Pläne. Aber irgendwie... Wenn gleich zwei Professoren aus Darmstadt und Aachen behaupten, das Ding läuft so nicht, dann könnte ich denen vielleicht glauben. Isabella, bitte, komm, ich weiß nicht, was das soll. Geben Sie einfach zu, dass Ihr Motor so nicht funktioniert. Papa, guck doch mal. Auf Sebastians Plänen gibt es zwei Energierückführungen und hier auf deinem Laptop nur eine. Ja, das Konzept ist hier nicht logisch aufgebaut. Diese zwei Ventile, das stimmt einfach nicht. Und die Elektronik. Ich hatte zwei Schaltkreise eingebaut. Hier wurde einer eingespart. Und dieses Bauteil hier, das stammt noch aus unserer Viererreihe. So läuft mein Hybrid überhaupt nicht. Wollen Sie jetzt behaupten, dies ist Meinhard und das wurde in Frankfurt begutachtet? Ja, das sind nicht meine Pläne. Wer sollte da manipuliert haben? Wer hat das Gesamtkonzept für die Kreditvorlage so weitergereicht? Dr. Steinfurt. Vielleicht hat Steinfurt ein Problem. Isabella, das ist... Mein Hart hört weder Telefonate ab, noch gab es hier Videoüberwachung. Schlüssel. Hier hat einen Widerstand eingebaut. Der fehlt hier. Ja. Ich komme hier nicht weiter. Das hat er wirklich geschickt gemacht. Das nannte man früher Sabotage. Wenn ich störe, bin ich gleich wieder bei meinem Kanaster. Kanaster? Ich nenne es Kanaster. Ellie, Sie kennen doch bestimmt Steinfurts Passwort. Ja, selbstverständlich. Darf ich Herr Dr. Meinhard? Tun Sie, was Sie nicht lassen können. Okay. Ups, er hat sein Passwort geändert. Herr Dr. Meinhard, wir machen das ja alles in Absprache mit Ihnen, oder? Das ist ja ein lächerliches Passwort, Übernahme. Sie können Passwörter knacken? Der hat sogar einen eigenen Ordner angelegt, den hat er verschlüsselt. Okay, so, da haben wir's. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ampram. Pläne sind ausgereift und sofort realisierbar. Die neue Fertigungsstraße ist maßgeschneidert für den Einbau unserer neuen Hybridsysteme. Das ist ja eine systemfressende Natter an Ihrer Brust. Steinfurt ist seit über 5 Jahren ein fähiger und loyaler Mistkerl. Ich regle das. Das ist ja unglaublich. Schließt das Büro ab. Kein Wort nach draußen. Papa, du musst es an die ganz große Glocke hängen. Das ist ein Verbrecher. Nein, auf gar keinen Fall. Was wir brauchen, ist die alte stattliche Versicherung von Sebastian Duxner, dass die Pläne manipuliert wurden. Ich kümmere mich um den Hausdurchsuchungsbefehl. Hausdurchsuchung gegen wen? Ja, und ihr verlasst sofort das Büro, das macht sich gar nicht gut vor Gericht. Biene, kriechen Sie doch nicht so. Das waren jetzt eindeutig wir. Oh, Chef, das war's. Unsere letzte Fahrt. Der Führerschein ist weg. Sie sitzen seit 35 Jahren mit mir in diesem Auto. Sie kriegen einen Fahrer. Ein anderer fährt. Genau. Sie sitzen daneben. Ich neben dem Fahrer. Was auch passiert, Sie fahren mit uns. Und jetzt geben Sie Gas. Wenn ich Sie richtig verstehe, sitze ich neben einem Fahrer, der Ihr Fahrer ist, bin aber nicht mehr der Fahrer. Und Ihr Fahrer fährt mich. Richtig. Aber wir fahren mit ihm. Ja. Ja, ich verstehe, ich verstehe. Ja. Thank you.
Kein schöner Tag heute. Bringen wir es hinter uns. Bringen wir es hinter uns. Schöne Nachrichten von Viola. Mhm. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie alle sehr herzlich und falle gleich mit der Tür ins Haus. Die Banken haben unseren Kreditwünschen nicht zugestimmt. Verzeihung. Gleichzeitig werden wir gedrängt, dem Übernahmeantrag der Firma Amram USA Russland zuzustimmen. Herr Dr. Meinhardt, ich kann mir vorstellen, wie für Sie persönlich und Ihre Familie jetzt nach 75 Jahren eine Welt zugrunde geht. Nichtsdestotrotz sollten wir versuchen, positiv in die Zukunft zu schauen. Die Firma Amram will so viele Arbeitsplätze wie möglich erhalten, liefert frisches Kapital und wird Meinhardt hoffentlich zukunftsfähig machen. Herr Dr. Meinhardt, mit Ihrer Erlaubnis würde ich vorschlagen, dass wir jetzt zur Abstimmung schreiten, damit wir uns so schnell wie möglich auf die vor uns liegenden Aufgaben stürzen können. Halten Sie den Mund, Steinfurt. Sie haben die Pläne unserer Entwicklungsabteilung gefälscht. Sie haben unseren Geldinstituten falsche Unterlagen zugestellt. Sie haben mich, unsere Aktionäre und alle Meinhardt-Mitarbeiter getäuscht und geschädigt, damit andere morgen hier das Sagen haben. Ich bin sicher, Sie legen dem Aufsichtsrat sofort Belege für diese ungeheuerlichen Anschuldigungen vor. Sofort. Die Staatsanwaltschaft Köln durchsucht gerade ihr Haus und berichtet von Konten, auf denen Millionenbeträge der Firma Amram eingegangen sind. Und jetzt rufen Sie bitte Ihren Anwalt an. Herr Dr. Steinfurt, die Schlüssel bitte auch. Ich möchte Ihnen nun offiziell meine Tochter Isabella Meinhardt vorstellen. Sie kommt sicher gleich wieder. Ohne sie hätten wir diesen Betrug nicht aufgedeckt. Sie wird ab morgen bei uns im Vorstand eintreten. Die Zukunft der Meinhardt-Motorenwerke liegt in unserer Hand. Unser junger Kollege Sebastian Duxner wird Ihnen nun den neuen Meinhardt-Doppelhybrid vorstellen und weitere Innovationen, mit denen unser Werk wieder fest am globalen Markt etabliert wird. Herr Duxner. Dankeschön. Die Banken sind bereits unterrichtet. Wir werden schon morgen über neue Kreditlinien verhandeln. Wow! Lässt du uns kurz alleine? Klar. Amram ist raus. Keine Übernahme, ich schwöre. Toll! Gut gemacht, Frau Meinhardt. Können Sie das bitte Tarek geben? Eine Festanstellung? Ja, Ihnen fehlt ja jetzt eine wichtige Kraft. Aber warum steht da herzlichen Glückwunsch, Sie haben gewonnen? Es ist ein Geheimnis zwischen Tarek und mir. Darf ich's wissen? Nee. Ja, warten Sie. Lieben Sie meine Tochter? Ja. Und wo ist sie jetzt? Weiß ich nicht. Sie wissen es nicht? Muss ich das wissen? Wo steckt Isabella eigentlich? Herr Dr. Meinhardt, ist es meine Tochter oder Ihre? Ich hab einen Vertrag. Ein Platz an Dichtung. Ich hab gewonnen. Der alte Duxner, sein Vater, war hier Hallenleiter, als ich mit 21 inkognito am Band stand.
Ich habe das Band 22 Mal zum Stehen gebracht. Er hat mich nach 3 Tagen rausgeschmissen, damit das Band überhaupt weiterläuft. Ich war ein totaler Versager. Die Meinhard Motorenwerke waren, wie Sie vielleicht wissen, in großen Schwierigkeiten, trotz unseres Jubiläums. Ohne seinen Sohn Sebastian würden die Bänder wahrscheinlich morgen stehen. Das ist meine Tochter, Isabella. Sie wird ab morgen bei uns in den Vorstand eintreten. Sehr schön, aber es tut mir leid, Herr Meinert. Wir müssen. Gratuliere. Viola fragt, ob Sie nicht heute Abend mit uns Abendessen möchten. Ganz zwanglos. Ja, okay, gerne. Bringen Sie meine Tochter mit. Na klar. Ich werde aber kein Geld von dir annehmen. Habe ich gesagt, dass ich dir Geld geben würde? Außer dein Gehalt. Dann ist ja gut. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch, Isabella Meinhard. Ich gebe dich nicht mehr her, für kein Geld der Welt. Was heißt das eigentlich bei euch, ganz zwanglos? Herren Smoking und die Damen im Abendkleid. Isabella, schön, dass Sie wieder da sind. Gut sehen Sie aus. Danke, Justus. Andrea Senger. Alex, der Rest kommt zur Hände. Alex Singer, Teamchefin Bremse. Volltreffer. Es war eine super Party gestern. Vielen Dank. Ja, danke, Chef. Waren ja 1000 Leute da. Die Party war echt der Kracher, ne? Ja, nach 75 Jahren Meinhard muss man sie auch mal krachen lassen. Friedrich Meinhard. Özgür, Tarık Özgür, Materialtransporte. Hallo, ja klar. Herr Dr. Meinhard, Ihre Tochter Isabella. Isabella! Hallo, Papa. Es tut mir total leid. Ja, ich weiß, der Fluglotsenstreik. Ja, es ging kein einziger Flug aus Japan. Hauptsache, du bist da. Habe ich was verpasst? Nein. Wir feiern das Wichtigste sowieso später, zu Hause im kleinen Kreis. Da bist du rechtzeitig eingetroffen. Dazu wollte ich dich unbedingt an meiner Seite haben. Ja, an deiner Seite. Da bleibe ich auch. Ja, also dann bis später. Bis später, Papa.
Die Köln-Arena war pickepacke voll. Natürlich haben sie da was verpasst. Fast nur Betriebsangehörige. Sagen Sie, Justus, finden Sie nicht, mein Vater sollte diese Reliquie mal mit etwas Zeitgemäßerem austauschen? Ich hört die Reliquie gar nicht gern. 15 Minuten, 23 Sekunden bis nach Hause. Also los. War da was? Da ist einer geblitzt worden. Ja, guck mal, wie der kommt. Ja, lauf schnell, lauf. Ja? Guck mal, wie der kommt. Oh, schön, dass du da bist, Isabella. Und meine Sissy. Sie ist dick geworden. Sissy frisst und frisst. Hallo, Süße. Hallo. Aber Hilde, Sissy, die Kaiserin, war eigentlich schlank. Dafür haben sie dich in Japan ja fast zum Hungerhaken gemacht. Isabella, was dir fehlt, sind ein paar Pommes auf die Rippen. Gott, ist das schön, dich wieder mal zu Hause zu haben. Ja. Justus, die Außenbeleuchtung hat einen Wackelkontakt. Ei, ei, Captain. Du kommst aber wirklich auf den letzten Drücker. Die Gläser werden am Tisch nachpoliert. Ich kontrolliere das. In Japan Streik, habe ich schon gehört. Und wie lange bleibst du diesmal? Für länger. Also eigentlich für immer. Warum weiß ich das nicht? Papa will mich ab jetzt an seiner Seite haben. Ach, Blumen nur unten. Und warum? Er will, dass ich ins Werk einsteige. Ja, und warum weiß ich das nicht? Es gibt im Leben noch geheime Dinge, von denen du nichts weißt. Betten frisch bezogen? Dein Bett, ja. Oder brauchst du jetzt zwei? Nee. Geh noch duschen und dann zu Mama. Prima. Du hast mir so gefehlt, Mama. Aber jetzt bin ich wieder bei dir. Ich bleib jetzt auch hier. Papa hat's gesagt. Und darauf bin ich sehr gut vorbereitet. Klar kriege ich nicht gleich die ganze Verantwortung. Sissy? 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 Hey, was kaufst du da? Komm. Okay. Ich konnte mich nicht früher loseisen. Mach doch nichts. Was hab ich für eine schöne Tochter? Guck dich mal an. Du strahlst ja richtig. Ja, aber habe ich nicht einen Grund dazu? Es wäre perfekt, wenn Mama dabei wäre. Isabella, wegen heute Abend ist mit dir gleich alles sehr förmlich. Überhaupt gar kein Problem. Ich warte doch schon ewig drauf. Ja. Willst du es vor oder nach dem Essen sagen? Viola, das ist Isabella. Isabella, das ist Viola. Ich freue mich so, dass Sie heute Abend hier sind. Ihr Vater hat mir schon so viel von Ihnen erzählt. Da haben Sie einen rechten Vorsprung. Ach so? Sind die Gäste schon da? Ja. Meine Damen, darf ich bitten? Gleich. Gleich? Jetzt also bitte Frau Dr. Drümmel, Herr Dr. Standfort. Schön, Sie zu sehen. Danke. Na. Entschuldigen Sie mich an. Stein. Hallo. Du. Schau immer so grimmig. Seit wann sind die mit meinem Vater zusammen? Die heißt die Kuh und die bist du. Vielleicht begrüßt du mich mal. Frank. Hey. Wieso weiß ich nichts von ihr? Erzählst du ihm immer alles von deinen einsamen Nächten? Wie geht's denn mit zur Sushi-Land? Irgendwas Leckeres am Stein? Ich arbeite. Mhm. Nachts auch? Da ist nichts.
Falls du bis 30 noch nichts Passendes gefunden hast, halte ich um deine Hand an. Aus Mitleid. Aber unser Sexleben wäre so unterqualifiziert. Oh. Dafür bin ich aber auch nicht scharf auf dein Geld. Wie all die anderen bösen Jungs. Meinst du immer noch diese schwarzen Quadrate? Höre ich deine leise Kritik? Dr. Steinfurt. Frau Meinhardt, Sie sehen fantastisch aus. Guten Abend. Ja, ich hole dann noch etwas Neues. Kribbelwasser. Ihr Vater ist mit Recht sehr stolz auf Sie. Wie steht's in Japan? Die Hybridentwicklung ist dort rasant. Da machen Sie uns ja sozusagen Konkurrenz. Ich klaue ja nur Ideen. Die bringen wir dann groß raus. Sollen wir uns nächste Woche mal zusammensetzen? Das lässt sich einrichten. Warum? Kinder! Essen ist fertig. Gestern noch haben wir mit der Region 75 Jahre Meinhardt Motorenwerke gefeiert. Und heute sitzt, leider mit einem Tag Verspätung, meine Tochter Isabella, die den weiten Weg aus Japan auf sich genommen hat, wieder an meiner Seite. Zwei Gründe, wie ich finde, zu feiern. Viele von euch kennen sie schon. Das ist Viola. Das Schicksal hat uns zusammengeführt. Wir brauchen ein bisschen, um es zu begreifen, aber nun hat diese wunderbare Frau meinen Antrag angenommen. Wir werden im Sommer heiraten. Das war's? Wieso ist es nicht genug? Ja, das sind ja absolut famose Nachrichten aus dem Hause Meinhardt. Als Sohn deines ältesten und besten Freundes und Nachbarn, meines viel zu früh verstorbenen Vaters, erlaube ich mir jetzt ganz einfach, das Glas zu erheben. Auf euch, lieber Partner Onkel Friedrich. Viola. Auf das Brautpaar. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Ist ja nicht nötig, die eigene Tochter zu informieren, wenn man heiratet. Gönn sie ihm doch, Prinzessin. Suchen wir doch alle. Die große romantische Liebe. Viola. Was ist das überhaupt für eine? Nur scharf auf eure Millionen. Hey, das war ein Witz. Das ist aber nicht witzig, Frank. Das ist sowas von null nicht witzig. Morgen, Isabella. Morgen heißt das. Was war denn da gestern Abend los, Isabella? Hm? Sie ist doch eine Nette. Scharf ist sie. Ich meine, für ihr Alter. Sissi ist zu fett, Hilde. Sie ist vielleicht ein bisschen stark, aber Sissi... hat einfach Freude am Essen.
Sissi war vor 2 Jahren noch schlank. Wie die Kaiserin, ja, das wissen wir. Moin. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, meine Schöne. Frühstück wie immer, Frau Kassen? Oh, nein. Heute kein Müsli. Heute brauche ich Spiegeleier und Speck. Toast. Sehen wir uns beim Frühstück. Und was ist denn, Isabella? Hm? Vielleicht später was. Anne! Was ist denn? Jetzt ist es soweit, Hilde. Ich bin erledigt. 13 Punkte in Flensburg, oh Justus. Ich fahre auch mehr als andere. Vor allem wohl schneller als andere. Termine vom Chef sind also eng gelegt. Wie viele Blitzanlagen, die neuen? Die reine Straßenräuberei. Ordnen wir die Pflichtteilnahme an einem Seminar für punkteauffällige Kraftfahrer an. Das mache ich nicht. Um 2 Punkte abzubauen. Außerdem weisen wir Sie darauf hin, dass mit Erreichen von 18 Punkten die Fahrerlaubnis entzogen wird. Oh, schönes Foto. Hm? Ja. Ich kann das nicht, Hilde. Soll ich vielleicht fahren und du übernimmst die Küche? Ich habe immer gerne gekocht, aber ob dich der Chef die Limousine fahren lässt? Deine Spiegeleier überlebt er keine 2 Tage. Du gehst dahin, hm? Isabella! Isabella, ich möchte mit dir sprechen. Hättest es ihr sagen sollen. So hat man es auch besprochen. Bin ich auch noch schuld? Ja, sieht ganz so aus. Fritz, sie ist doch deine Tochter, der Mensch, der dir am nächsten steht. Du bist der Mensch, der mir am nächsten steht. Es tut mir leid, dass Isabella uns den Abend verdorben hat. Aber das werde ich überleben. Muss sie wieder zurück nach Tokio? Ich nehme es an. Heute wird's furchtbar. Wieso? Kommen wieder die bösen Jungs von Ambram? Nein, ich muss nach Frankfurt. Leider. Leider muss ich um 9 vor Gericht sein. Ja, da fängt meine erste Sitzung an. Hm. Und bis dahin sind ja noch mindestens 78 Minuten. Niedlich. Aber später. Schön, dass Sie wieder da sind. Herzlich willkommen. Ich wollte mich nur verabschieden. Ich möchte das junge Glück nicht länger stören. Was ist das für ein Ton? Wir beide haben miteinander zu sprechen. In meinem Büro. Tee oder Kaffee? Dein Benehmen gestern war unmöglich. Hätte ich was auf der Blockflöte vorspielen sollen? Ich habe dich ewig nicht gesehen und du präsentierst mir einfach so deine neue Frau. Was hast du dir vorgestellt? Dass du es offiziell machst, dass ich als deine Tochter Isabella Meinhardt ins Werk einsteige. Aber davon war zu keiner Zeit die Rede. Wir hatten besprochen, dass du im Ausland Erfahrungen sammelst. Du willst mich nicht hier haben. Sag das doch einfach. Wir Meinhardts tragen eine große Verantwortung. Seit 3 Generationen. Für alle Leute hier, die leider kenne ich Papa. Aber du hast schon mit 21 an Vorstandssitzungen teilgenommen. Du bist ja Sohn. Mein Vater hat mich sehr früh in die Verantwortung gezogen. Du solltest frei entscheiden können.
Wer hat mich denn nach Japan geschickt? Möchtest du wissen, wie mein Vater mich ins Werk eingeführt hat? Herr Dr. Mannert? Meine Tochter wird ab jetzt bei uns arbeiten. Na, das ist ja eine Überraschung. Hier unten bei uns? Nicht hier im Vorstand. Nicht im Vorstand? Nicht im Vorstand. Inkognito. Hallo, guten Morgen. Noch nicht ausgeschlafen? Hä? Sehen Sie die hier? Die sind nicht zur Verzierung da. Das sind Sicherheitsstreifen. Die sind nie und unter gar keinen Umständen zu verlassen. Guten Tag, ich bin Frau Meier. Isabella Meier? Ja, bin angekündigt. Ja, sind Sie, Frau Meier. Schmitz. Die Leiterin der Fertigungshalle. Richtig. Entschuldigung, was soll ich denn jetzt machen? Würden Sie bitte Frau Meier Sicherheitsschuhe aushändigen und ihr dann die Dichtungsbänder erklären, ja? Ja, gern. Ich bin übrigens Alex Singer. Isabella Meier, freut mich, Sie kennenzulernen. Also, ich bin die Alex. Wir duzen uns hier. Okay, dann bin ich Easy. Easy? Cool. Irgendeinen Plan von Autos? Ich? Nö. Führerschein. Also, wir haben hier 5 Bänder, Linien genannt. Auf denen wird jedes Auto, wie vom Händler bestellt, nach und nach zusammengebaut. Das hier ist die Hochzeit. Das heißt so, weil Motor, Getriebe, Achsen und so weiter mit der Karosserie zusammengeführt werden. Also praktisch das Herz mit dem Hirn. Toll. Komm, weiter. Jede Linie hat einen Teamcoach. Wenn irgendwas nicht klappt, kannst du ihn damit auf dich aufmerksam machen. In dem Fall erscheint auf der Tafel da oben, wer, was, wann, wo und warum nicht klarkommt. Klar? In dem Fall einfach an der Strippe ziehen. Aber nicht mit dem verwechseln. Rot ist nur für den absoluten, totalen, universellen Megagau. Hand ab, Herzinfarkt, vom Auto eingequetscht, solche Sachen. Ja? Genau. Kommt aber fast nie vor. Easy. Cool. 9 Minuten Pause. 3-mal während jeder Schicht. Kannst du was essen und trinken? Oder aufs Klo gehen? Man darf nur 3-mal in 8 Stunden auf die Toilette? Nee. Wir haben ja noch 30 Minuten Mittagspause. Keine Panik, da blickst du schnell durch. Alles klar, Jungs? Jo. Ich hol dir ein paar Arbeitshandschuhe. Und ich glaube, Tarek hat noch ein paar Sicherheitsschuhe. Ohne die darf sie nämlich eigentlich gar nicht rumlaufen. Ja, ich hab jetzt hier Campingwagen von Mutter und Vater übernommen. Ich meine, das ist echt cool. Das ist echt cool. Und, Wasser, alles da. Hier, hat einen Freund angehabt. Hat auch kleine Füße. War nur 4 Wochen hier. Hat nicht geschafft, das Band. Mein Freund jetzt. Verpfeif dich, Tarek. Dein Freund war eine Tranfunzel. Ich möchte ein neues. Also ich würde es ja schaffen. Das wird auch besser bezahlt als das da. Ich frage auch immer, aber die Schmidt sagt... Kein Job frei am Band. Sag mal, wie hast du das eigentlich geschafft? Ich habe der Personalabteilung meine Unterlagen geschickt. Und ich denke, es wird keiner mehr eingestellt. Ja, das war eine Art Sonderausschreibung. Wie jetzt? Preisausschreiben oder was? Genau. Ich habe gewonnen. Stelle gewonnen über Preisausschreiben? Ja, das war aber sehr schwer.